Steckbrief vom 10.01.90. Die Welt ist aus den Fugen geraten und wir sind dankbar, dass wir die große Wende miterleben können. Nach all den langen Jahren des Hoffens und sind auch stolz, dass wir uns diesem Regime in keiner Weise gebeugt haben. Dorothea Jämlich wird 1924 in der sächsischen Kleinstadt Döbeln geboren. Ihr Vater Willi Jämlich baut damals mit viel Tatkraft eine eigene Trikotagenfabrik mit 200 Näherinnen auf. Wegen seiner Haltung zum Krieg steht die Firma fast vor dem Aus. Als 1945 die Nazi-Diktatur vorbei ist, glaubt die ganze Familie an einen Neubeginn. Aber die neuen Machthaber betrachten sie nicht als Nazi-Gegner, sondern als Ausbeuter und Kapitalisten. Am 17. Juni 1953 schöpft er neue Hoffnung, denn in der ganzen DDR gibt es Aufstände gegen die Regierung und die Vorherrschaft der Kommunisten. Mein Vater kam und er sagte, jetzt werden die zum Teufel gejagt. Wir hatten ja gedacht, dass das nicht so ausging, dass uns vielleicht der Westen hilft oder was. Unsere Tochter ist am 20. Mai geboren und am 17. Juni war das. Aber wir wurden ja schwer enttäuscht. War ja ein Schachzug, denke ich schon, des Staates, dass diejenigen, die sie enteignet haben, immer noch als Betriebsdirektoren angestellt haben. Und das war also Schachzug wirklich ausgeklügelt, denke ich, denn derjenige, der dann verstaatlicht wurde und trotzdem noch Betriebsdirektor oder Chef war, der hat natürlich seine Firma genauso uneigennützig weitergeführt wie vorher. Dritter Advent 1988. Vergangenen Mittwoch hatten wir Rentnerweihnachtsfeier in unserem ehemaligen Betrieb. Außen verfällt alles zusehends. Es dauert immer eine Weile, bis ich das wieder verkraftet habe. Dieses Land ist unser Land. Hier sind wir zu Hause. Hier haben wir noch viel vor. Hier verwirklichen wir unsere Pläne und schaffen unser Glück. Ja!